Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Ja, herzlich willkommen bei der Industriekschau, dem Quiz auf drei Rädern. Wir starten in die zweite Saison. Hinter mir sind die neue Rikscha, die extra für uns gemacht worden ist. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem Gerät. Ich stand vor dem Firmament, da ist nämlich heute die Verleihung der Zertifikate für die, die beim Lehrlingsleistungswettbewerb mitgemacht haben. Und ich mir denke, da gibt es wohl Kandidaten genug. Hallo, grüß dich. Hallo. Servus. Wer bist du? Ich bin Johanna. Johanna von der ÖBB. Genau. Wunderbar. Hättest du Lust mit mir ein Quiz machen? Ja klar, warum nicht? Warum nicht? In dem Fall gehen wir gleich zu meiner neuen Quiz-Rikscha und dann fahren wir eine Runde. Okay. Ja, jetzt sind wir da. Bitte, da ist der Platz okay, nicht da. Okay. Jawohl, machst du gemütlich? Es ist ziemlich gemütlich. Schon, gell? Ja, voll. Ja, das ist ja. So habe ich es bestellt. Perfekt. Wo kann man sowas abstellen? Naja, das kann man nicht. Das kann man so einfach nicht bestellen. Das ist schade. So. Finde ich cool. Denn ist cool, gell? Mhm. Fahren wir los? Ja. Drehen wir eine Runde. Also, du weißt ungefähr, um was es geht. Es gibt vier Fragen. Okay. Würden wir wieder stellen. Und ja, und dann kannst du pro Frage für Albert Wiest Gutscheine gewinnen. Aha. Gehst du gerne essen, mal ab ja, und zu? Ja, mit dem Freund vor allem, ja. Eben, ja, das ist doch super. Schau, kannst du einladen zum, keine Ahnung, vielleicht hat er gerade Geburtstag oder so. Oder einfach so, weil es nett ist. Ja. Einfach, weil es nett ist. Ja, Johanna, gell? Du bist bei der ÖBB. Genau. Du bist aber keine Auszubildende, du bist Ausbildnerin. Ne? Genau. Was bildest du aus? Elektrotechnik, Mechatronik. Elektrotechnik, Mechatronik. Das ist ja eigentlich, man sieht es nicht mehr, aber das ist ja schön, dass eine Frau in so einem Bereich tätig ist. Finde ich super. Das ist ja, immer mehr. Ist überwiegend eine männliche Veranstaltung heute, umso besser. Ja, aber jetzt haben wir ein ganz anderes Thema. Jetzt stelle ich dir die erste Frage. Und zwar die Lebensmittelindustrie von Vorarlberg hat eine Initiative gegründet zur Mitarbeitergewinnung. Und zwar hat ihren Slogan, heißt er, lebe den Genuss, genießen mit Stil oder Genuss erleben. Ich glaube, Genuss erleben. Glaubst du? Ich glaub's nur, ja. Ja. Also, lebe den Genuss, genießen mit Stil oder Genuss erleben? Ich hätte für Genuss erleben. Genuss erleben ist leider falsch. Ah, verdammt, schade. Es ist tatsächlich lebe den Genuss. Lebe den Genuss, okay? Ja. Ja, macht ja nichts. Wir haben ja noch. Genau, ich habe ja eh schon gesehen, dass ich schlecht in sowas bin. Ja, das ist schlecht. Das ist eine Frage zum Roten, das hätte ich auch nicht gewusst. Okay. Also, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen. Wenn man nicht unbedingt in der Lebensmittelindustrie ist, dann weiß man das nicht. Zweite Frage. Jetzt ist ja der Albert-Tunnel gesperrt. Jetzt muss man da immer drüber fahren, wenn man auf Tirol mag, oder? Mhm. Aber weißt du circa, wie lang der Albert-Tunnel ist? Ist der ca. 10 km lang, 14 km oder 18? 10, 14, 18. 10, 14, 18. Ich fahre oft durch, aber so genau. Mir hätte es schon gesehen. 10 ist, glaube ich, zu kurz. 10 ist Boden kurz. Ja, ja, das ist zu kurz. Jetzt Offroad. Also, 10 ist das Kurze, es blieb übrig 14 und 18. Genau, 18, könnte 18 sein, er fühlt sich mal immer so an wie 18. Gut, er fühlt sich an wie 100 Kilometer. Ja, definitiv, der ist einfach ewig, vor allem mit einer Buckelpiste. Ja, jetzt ist wirklich jetzt neu gemacht. Ja, hoffen wir, dass es gehörig machen. Ja, das hoffen wir schon, ja. Also, blieb noch 14 oder 18? Ja, blieb mal bei 18. Er fühlt sich so an. Ja, er fühlt sich zwar schon so an, aber... Ja, 14 wird das sein. 14 ist gut, 14 ist richtig. Also circa 13 kann man irgendwas. Ja. Passt. Super. Haben wir schon die ersten Gutscheine. Ja! können wir schon eine Kleinigkeit essen gehen? Ja. Machen wir gleich die nächste. Bist du bereit? Ja. Grüß dich. Warte, das ist noch eine Kurve. Jetzt ist eine vermeintlich leichtere Frage, aber das ist immer das Thema. Gell? Was ist der höchste Berg von Vorarlbergs? Ist das Drei Schwestern, ist das der Piz Buin oder ist das Zimba? Ich
drei Schwestern sind es nicht. Gut, dann bleiben noch Pitzbuin und Zimba übrig. Boah. Wo ist mein Chef, wenn man braucht? Der wo ist der Chef, wenn man braucht? Das ist eine gute Frage. Ja. Der hat es gewusst, der hat es gewusst. Simba. Das wird dir nicht helfen, aber er ist 3312 Meter hoch. 3312, das hilft mir gar nichts. Nicht, oder? Nein, ich gang nicht so auf den Berg, ich bin noch ein Skifahrer. Muss ich raten? Ja. Dann ist gut raten. Sag ich, ja, der, den ich mehr kenne, ist der Pitzbui. Richtig! Gut geraten, super, ist richtig. Pitzbui 3312 Meter, wie ihr seht. So, jetzt habe ich noch eine Frage von der Wirtschaftskammer. Weil die sind ja unser Partner, ja, wie man sieht, überall. Diese tolle Rikscha da haben sie mitorganisiert. Ist wieder eine Frage zum Raten, finde ich. Was kein Mensch. Wie viele neue Wohnungen wurden 2021 in Vorarlberg bewilligt? Neue Wohnungen, waren es ca. 2200, ca. 2800 oder ca. 3300? Boah. Sind wir mal wieder mehr gibt, sie haben viel Bau. Eben ja, 2-2, 2-8 oder 3-3? Hätte ich schon gesehen, 3-3. Viel, gell? Ja, haben sie viel gebaut? Ja, sie haben viel gebaut. 3-3 ist absolut richtig. 3300 Wohnungen in einem Jahr, das ist schon eigentlich viel. Ne? Ja. Aber du hast recht, das heißt, wir sind jetzt wieder da. Das heißt, 3 von 4 ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt ist überhaupt nicht schlecht. Ja, kann ich mit dem Freund essen gehen, das ist super. Da kannst du mit dem Freund essen gehen. Da freuen sich zwei, oder? Ja. So, jetzt muss ich einparken. Das schaffst du, ich glaube nicht. Ja, schön, wenn du an mich glaubst. Ja. Du glaubst nicht an dich? Mal ich schon, aber, ja, perfekt. Aber mit ihm nicht immer. Ah. Man muss das eh an sich glauben, dann passt das. Super, danke. Nein, aber das ist cool. Also, ich mag das sind wir wieder da? Sind wir da? Ja. Passt, magst du das Gefährt? Ja, darf ich es haben? Nein, ich kann es leider nicht hergeben. Ich hätte es sofort abnehmen. Ja, das wär, du wärst die erste heute. So, Gutscheine gibt es jetzt gleich. Warte bitte da. Ja, die gibt es gleich. Also, schau, Vorarlberg ist. Alle Partnerbetriebe findest du online. Auch muss ich dir leider abziehen. Ist okay. Aber gut gespielt, 3 von 4. Freund und der Gaudi, Johanna, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und einen guten, wenn du den isst. Ja, hab mich gefreut. Wie wir an die denken, wenn wir was Feines essen. Das ist schön. Passt. Die Industriegeschichte, das Quiz auf 3 Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg.